Ich begrüße die Nadja Reigl vom Global Marihuana March in Dortmund, die hier auch gleichzeitig für die DOS oder die DOS-Partei sitzt. Und hallo Nadja. Hallöchen. Da geht auch gleich meine erste Frage. GMM Dortmund kennen viele, denke ich. War ja die Jahre auch immer bis auf dieses Jahr eine ganz erfolgreiche Veranstaltung. Aber meine erste Frage geht an die DOS-Partei. Was ist die DOS-Partei? Ja, die DOS-Partei ist noch sehr neu. Der Name steht für digital, ökologisch und sozial. Und das sagt im Grundprinzip schon ein bisschen das aus, was wir machen möchten. Es gibt zwar schon durchaus Parteien, die das alles irgendwie, ich sag mal, mehr in Einzelteilen haben. Also die einen machen das Digitale, die einen machen das Grüne, die anderen machen das Soziale. Wir fanden ein bisschen doof, dass das keiner gemeinsam macht und vor allem nicht in der Mischung, wie wir das gerne hätten. Man muss ehrlich zugeben, viele der Mitglieder bei DOS waren früher mal in der Piratenpartei. Das heißt, man kann auch da schon ein bisschen schließen. Die meisten Ziele der Piraten finden wir nicht unbedingt doof. Es gab da dann nur andere Punkte, warum wir irgendwann mal ausgetreten sind. Okay, und in manchen Punkten gehen wir auch ein wenig weiter, muss man ehrlich sagen. Und dann gehe ich mal davon aus, dass sich aus dieser Schnittmenge sozusagen heraus auch die Haltung der DOS-Partei gegenüber Drogenpolitik und auch dein persönliches Interesse an Cannabis und Drogenpolitik resultiert oder herleitet. Ja, eigentlich ist es ja eher andersrum. Das mit dem Cannabis mache ich ja jetzt schon sehr viel länger, als ich das mit der DOS-Partei mache. Die gibt es jetzt erst seit 1.3. Den Global Marihuana March in Dortmund gibt es seit 2013. Und ich gebe zu, das Thema Cannabis ist auch ein bisschen das gewesen, was mich damals in die Parteipolitik geführt hat. Es war also so, dass eine Partei, die gesagt hätte, legalisieren finden wir doof, keine Partei gewesen wäre, in die ich eingetreten wäre, weil das halt schon der Hauptgrund mehr oder weniger gewesen ist. Von daher ist es bei DOS jetzt so, wir haben also im Gegensatz zu den meisten anderen Programmen, haben wir nicht ein Grundsatzprogramm, wir haben Visionen und wir haben Axiome, schwieriges Wort, das keiner kennt. Und dabei ist es dann so, dass wir da nicht drinstehen haben, wir wollen, dass das Kiffen legalisiert wird, aber wir haben uns halt verschrieben, ich sag mal ein bisschen der Wissenschaft. Das heißt, man sollte Politik nach wissenschaftlichen Erkenntnissen ausrichten. Und die wissenschaftlichen Erkenntnisse sagen uns nun mal sehr, sehr klar, ob Prohibition oder besser nicht. Von daher steht es im Endeffekt drin, aber nicht wörtlich. Nochmal zurück zu der lokalen Situation, zum GMM in Dortmund. Ihr habt ja alle Jahre einen guten Marsch auf die Beine gestellt. Ich habe euch beim DHV, oder heute gibt es ja immer so einen Ticker, immer ganz oben angesehen, was die Teilnehmerinnenzahl betrifft. Und dies Jahr dann auch leider nicht aus Corona-Gründen. Für nächstes Jahr plant ihr schon? Ja, also es ist jetzt nicht so, dass wir uns konkret schon wieder zusammengesetzt haben. Wir fangen in der Regel irgendwann, ich sag mal so im Winter an, so zwischen Dezember und Januar. Wir nehmen uns immer Dezember vor und dann wird es doch Januar. Viele Ideen, die wir für dieses Jahr hatten, haben wir jetzt nun mal, ich nenne es mal, nicht ausleben können. Darum können wir die jetzt noch mit ins nächste Jahr nehmen. Wir haben hier in NRW jetzt auch nächsten Monat die Kommunalwahlen, da einige der Leute im Orga-Team bei uns auch tatsächlich irgendwie in der Politik aktiv sind, sind da im Moment ein bisschen beschäftigt mit. Aber ich gehe davon aus, dass wir wie jedes Jahr wieder spätestens im Herbst, Winter anfangen werden, ein bisschen neu zu planen. Ich bin immer ein bisschen schneller als der Rest aus dem Team, weil ich immer die Doofe bin, die wissen muss, was passiert und wer gerade was macht. Aber das heißt ja nicht, dass die anderen sich nicht schon Gedanken machen würden, hoffe ich. Nächste Frage geht so ein bisschen grundsätzlich um die Cannabispolitik in NRW, weil mir ist aufgefallen, NRW ist wie fast kein anderes Bundesland ziemlich gespalten. Ja, es gibt dort Gegenden, wo es doch eine relativ liberale Cannabispolitik stattfindet und die ist gar nicht weit von Gegenden, wo Stadtoberhäupte oder Lokalpolitiker wirklich aktiv gegen Cannabis vorgehen. Da fallen mir zwei Beispiele ein. Zum einen ist das Düsseldorf. Kann ich mich erinnern, da wurden wir letztes Jahr vom Bürgermeister zur Messe begrüßt. Das andere Extrembeispiel, was mir da einfällt, ist eure Nachbarstadt in Essen. Da geht die Stadt schon seit Jahren massiv gegen die Cannabisbranche vor. Ja, schon seit zu Headshop-Zeiten, als noch kein Headshop Probleme hatte, kann ich mich erinnern, ist die Stadtregierung in Essen schon, oder die Lokalverwaltung in Essen massiv gegen alles, was mit Cannabis zu tun hatte, vorgegangen. Wie sieht das in Dortmund aus? Ja, wir haben ja letztes Jahr im April hier auch tatsächlich in Dortmund eine Cannabis-Messe gehabt. Ich weiß von den Veranstaltern, die hatten auch unseren Oberbürgermeister eingeladen, dass der doch das Eröffnungswort halten könnte, dürfte, wie auch immer. Meines Wissens nach hat er sich überhaupt nicht erst zurückgemeldet. SPD-Bürgermeister wohlgemerkt. Auf der anderen Seite haben wir aber den großen Vorteil, was wir zum Beispiel auch beim Global Marihuana March immer wieder merken,
Die Polizei ist da wahnsinnig entspannt. Also die haben selber schon mal zu mir gesagt, Dortmund ist ja nun mal eine Fußballstadt. Wir demonstrieren meistens samstags, manchmal ist nachher noch ein Fußballspiel. Und die Polizei verabschiedet sich ganz oft von mir mit den Worten, dass sie sehr traurig sind, dass sie jetzt zu der anderen Veranstaltung müssen, weil bei uns wäre es viel, viel schöner gewesen. Es ist auch oft vorgekommen, dass die gar nicht bis zur Abschlusskundgebung geblieben sind, sondern wirklich nur die Verkehrssicherung gemacht haben und dann gesagt haben, oh, Frau Reigl, wir kennen Sie, Sie kriegen das hier schon hin, wir gehen dann jetzt mal nach Hause, wir wünschen Ihnen noch viel Spaß und wir sehen uns dann nächstes Jahr wieder. In der Hinsicht ist es also eigentlich ganz angenehm. Und ich glaube, was so den alltäglichen Umgang betrifft, ist es wie an vielen anderen Orten auch. Manche Leute haben Glück, manche Leute haben Pech. Ich habe nicht das Gefühl, dass die Polizei hier irgendwie drastischer vorgeht als irgendwo anders, aber leider auch nicht irgendwie lockerer als irgendwo anders. Wie an vielen anderen Orten ist es auch so, besonders gerne geht die Polizei halt dahin, wo sie davon ausgeht, dass sie irgendwelche Leute trifft, die vielleicht nicht europäischen Abstammung sind, die dann vielleicht irgendwelche Drogen verkaufen, um sich da dann auch wieder drauf beziehen zu können und darüber aufzuregen. Aber ich glaube, insgesamt ist es hier nicht anders als anderswo. Also Stichwort fällt mir gerade ein, so offene Drogenszene. Ich kenne Dortmund aus meiner Jugend doch relativ gut, war sehr oft in Dortmund zu dieser Zeit. Und Borsigplatz berühmt als Folge der Prohibition, ja, also eine der schlimmsten offenen Drogenszenen in Deutschland. Wie sieht's da jetzt aus? Interessiert mich persönlich. Eigentlich besser. Also wir haben schon seit diversen Jahren ein Café in der Dortmunder Innenstadt, wo also auch schwerstabhängige Menschen, die Heroin nehmen oder irgendwelche derartigen Drogen, die also legal konsumieren dürfen. Unter Aufsicht, ich bin da auch schon selber gewesen, die regen die Leute da zum Beispiel an, nach Möglichkeit nicht mehr zu spritzen, sondern besser zu inhalieren, weil dann also das Risiko, dass man sich aus Versehen umbringt, nicht ganz so hoch ist. Und lasst mich nicht lügen, ich glaube, es war im letzten Jahr, hat die Stadt Dortmund tatsächlich endlich auch beschlossen, dass sie gerne ein Diamorphin-Programm hätte. Es geht also langsam aufwärts. Also ich sitze selber im Moment noch für die Piratenpartei im Stadtrat und das Ganze ist vor ein paar Jahren schon mal beantragt worden. Da hat der Sozialausschuss nur den Kopf geschüttelt. Also der Sozialausschuss heißt eigentlich korrekt Ausschuss für Soziales, Arbeit und Gesundheit. Darum gehört das Thema dann also dahin. Da haben alle noch die Köpfe geschüttelt, aber es hat sich tatsächlich gewandelt und ich glaube, letztes Jahr oder Anfang diesen Jahres ist dann tatsächlich beschlossen worden, es soll Diamorphin in Dortmund geben. Hurra! Ich kenne die SPD ja ganz gut auch und sicher ein sehr, sehr vernünftiger Ansatz, regt dann aber doch nicht zum Nachdenken an, ob man für lange nicht so gefährliche Drogen vielleicht auch ein regulatives Modell bevorzugen könnte. Auch in Dortmund nicht, gehe ich davon aus. Nein, in Dortmund ist es sogar noch schlimmer als auf Bundesebene, muss man ganz ehrlich sagen. Wie gerade schon erwähnt, ich sitze also in dem zuständigen Ausschuss im Dortmunder Stadtrat und da sind also wirklich schon Sätze gefallen, wie Menschen, die Cannabis spritzen, die können morgens nicht rechtzeitig aufstehen. Wieder eine Störung. Die da im Moment drin sitzt, glaubt. Ich sehe euch wieder. Ja, ich zucke auch wieder, glaube ich. Ja, ich zucke wieder. Ja. Hurra. Nein, SPD-Politik und Drogen. Nein, wie gesagt, die SPD hat also schon mal im Sozialausschuss dann auch von sich gegeben, dass Menschen, die Cannabis spritzen, ja nicht rechtzeitig zur Arbeit gehen können. Ich vermute also, es auch, ich weiß nicht, wie man das spritzen soll. Ich auch nicht mehr rechtzeitig zur Arbeit gehen, weil genau, das würde genau. Sich, glaube ich, infizieren. Viele da haben also schon laut und deutlich erklärt, sie hätten ja schon in irgendwelchen Krankenhäusern und sonstigen Einrichtungen gearbeitet, wo sie also auch wissen, dass die ganzen armen Menschen, die also schwerst abhängig vom Cannabis sind, hinterher alle, jetzt böse ausgedrückt, in der Klapse landen und derartige Dinge. Es ist schon immer ganz lustig. Ich habe Anfang des Jahres einen Antrag gestellt im Stadtrat. Ihr kennt den vielleicht, den Antrag, den hat ursprünglich der Michael Greif aus München gestellt, dass es ein Cannabis-Modellprojekt geben sollte, das halt speziell für Patienten ist. Ich habe ihn darauf angesprochen und durfte bei ihm abschreiben und habe genau den gleichen Antrag bei uns in Dortmund gestellt. Er ist bei uns gnadenlos durchgefallen, obwohl er am Ende sogar reduziert war auf, es soll bitte einen runden Tisch geben zwischen den Betroffenen und den Menschen, die ihnen vielleicht helfen könnten, also den Apothekern. Selbst das ist abgelehnt worden. Also im Moment sieht es wirklich schlimm aus. Man kann da nur hoffen, jetzt bei der Wahl im Herbst, dass, also die SPD hat tatsächlich hier in Dortmund viele neue Menschen aufgestellt. Die sind vielfach auch ein bisschen jünger. Vielleicht wird es dann ein bisschen besser. Ja, mir wurde auch gesagt, oder bei der Recherche hat auch ergeben, dass die Dortmunder SPD doch über die Grenzen von Dortmund hinaus bekannt für ihren Pilz ist. Ja. Im Ruhrgebiet ist alles ein bisschen verfilzt.
Ein bisschen ist zwar untertrieben, aber ja. Und ich denke, die Dortmunder SPD ist auch fast ohne Unterbrechung seit dem Zweiten Weltkrieg an der stellt wahrscheinlich den OB. Gehe ich mal von aus. Selbstverständlich, selbstverständlich. Die CDU versucht es immer wieder und scheitert immer wieder. Das heißt, da muss man cannabispolitisch auch nicht viel anderes erwarten als von der CDU die nächsten Jahre. Ja, wie gesagt, ich bin mir nicht sicher. Sie haben ja also, wie gesagt, das Problem gehabt, dass so langsam zumindest Ihre Ratsfraktion ein bisschen überaltert war. Sie haben also jetzt diesmal viele neue Menschen aufgestellt, die sehr viel jünger sind. Da kann man dann zumindest hoffen. Also ich kann es noch nicht so wirklich einschätzen, weil viele davon kenne ich nicht oder ich kenne sie zumindest nur privat. Und das, was die Leute privat sagen und das, was ihnen ihre Partei dann vorgibt, was sie zu meinen haben, ist ja nicht immer unbedingt das Gleiche. Ich nenne das immer das Juso-Phänomen. Ja, da gibt es einen ziemlichen Cut, weil die Jungsozialisten sind ja schon seit ich mich für Cannabispolitik angefangen habe zu interessieren, also Mitte der 80er, sind die Jungsozialisten ja schon für eine Entkriminalisierung, für eine Legalisierung von Cannabis. Und sobald ein Jungsozialist dann jenseits der 35 ist, bestes Beispiel ist die Andrea Nahles, ja, hat sie alles vergessen, was bis zum 35. Lebensjahr in Sachen Cannabis jemals aus dem Munde kam. Das finde ich dann halt immer ein bisschen schade, dass man da besonders bei der SPD ja diese Wendehalsigkeit besonders gut am Alter festmachen kann. Sehr, sehr schade, weil es gibt keinen Jungsozialisten, kein Juso, der gegen Cannabisregulierung ist. Ja, das war komischerweise vor einem Vierteljahrhundert nicht anders. Ich erinnere mich in der Baracke in Bonn, da haben die Jusos damals gute Rieder rausgegeben und waren sehr präsent und auch auf der Hanfparade Wagen gemacht und so. Und wo sie dann an der Regierung waren, otto, das hat sich da, hat ein Otto Schily irgendwie etwas bewegt in der Partei. Also ich kann mich erinnern, Strauß hat Grünpolitiker mal so definiert oder gesagt, in der Politik sei es ungefähr so, wenn sie jung sind, sind sie grün, wenn sie reif werden, dann werden sie rot und wenn sie alt werden, dann werden sie braun. Churchill hat gesagt, wer mit 20 kein Sozialist ist, hat kein Herz und wer mit 50 immer noch Sozialist ist, hat keinen Verstand. Ja, das Ja, ist nee. ungefähr dasselbe, wie was der Strauß gesagt hat. Ja, ich habe ehrlich gesagt auch ein bisschen das Gefühl, also ich habe jetzt 6 Jahre für die Piraten im Stadtrat gesessen, in einer Fraktion gemeinsam mit den Linken. Man hat in der Politik nur zwei Möglichkeiten. Entweder man wird irgendwann auch so oder man macht wieder was anderes. Ja, vor der Wahl stand der Georg Wirth ja auch mal vor ganz, ganz langer Zeit und der wurde dann der erste Hanflobbyist in Deutschland damals. Ich denke, ansonsten hätte ihm auch damals eine große Karriere oder zumindest eine Karriere bei den Grünen ins Haus gestanden. War ja damals auch in NRW sehr jung, in sehr jungen Jahren schon in der Lokalpolitik sehr engagiert. Der hat sich dann damals mit einer Selbstanzeige selbst aus der Karriere gekickt, weil das war bei den Grünen dann auch dann schon eine Nummer zu heftig und deswegen haben wir den Georg heute. Auch eine gute Sache. Okay, die Hoffnung stirbt zuletzt, auch in Dortmund. Ja, Ja? Und vielen sowieso. Dank für das nette Gespräch dann am Ende und ich wünsche noch einen ganz entspannten Samstagabend und wir sehen uns dann nächstes Jahr zum GMM hoffentlich. Ich hoffe es. Und Richtig. spätestens ansonsten zur Hanfparade. Ja, auf jeden Fall. Jo. Und Okay, dann auch wieder vor Ort. Danke für die einen wunderschönen Einladung. Abend noch, Nadja, und vielen Dank für das Gespräch, ja? Euch auch, macht's gut. Jo, Tschüss. ciao.